Amerika ist am Ende. Jahrelange sinnlose Kriege und der Zusammenbruch des Finanzwesens stürzten das Land ins Chaos. Die USA wurden zum ersten Mal in ihrer Geschichte von ausländischen Streitkräften besetzt. Uns wurde gesagt, dass es sich um eine rein humanitäre Mission handelt. Doch die Wahrheit ist eine andere. Aber wie konnte es so weit kommen? Dies ist nicht die Geschichte eines Landes, sondern die eines Unternehmens. Keine Regierungen, sondern Ideale. Das ist die Geschichte von APEX. Und sie beginnt vor 70 Jahren, am anderen Ende der Welt. Nach dem Ende des Koreakriegs und der Niederlage des Nordens zog sich die Sowjetunion von der Halbinsel zurück. Nordkorea war am Boden. Aber aus der Asche des Kriegs erhob sich eine fortschrittliche und offene Regierung, gebildet auf der Basis einer freien Wirtschaft. Das Land erholte sich und begann über die nächsten 20 Jahre zu wachsen. In den frühen 1970er Jahren war das Land fasziniert von der Mondlandung der Sowjetunion, wodurch in den Städten entlang des Rhaesong River ein kleiner Technologieboom ausgelöst wurde. Einer dieser inspirierten Koreaner war talentierter und ehrgeiziger als der Rest. Sein Name war Tae Jo-se, im Westen bekannt als Jo Tae-se. Tae-ses Vater diente im Krieg als amerikanischer Soldat, der Joes Mutter nach dem Ende des Krieges verlassen hatte. Nichtsdestotrotz ging es Joes Familie im neuen Norden gut und er konnte genug Geld ansparen, um in seiner Garage ein Computerunternehmen zu gründen. Er nannte das Unternehmen APEX und es wird die Welt verändern. Ihr erstes Produkt, der APEX 1, war ein Hit. Innerhalb weniger Wochen war er in Nordkorea ausverkauft und wurde bald in die ganze Welt exportiert. Er machte Tae-se zu einem Millionär. Was aber noch viel wichtiger war, zu einem Zeichen des neuen Nordens und einer Inspiration für eine ganze Generation. Circa zur gleichen Zeit hielt Tae-se einen Vortrag an der Universität von Pyongyang. Bei diesem Vortrag beschrieb er seine Philosophie. Er glaubte, dass man die Welt mit Hilfe von Technologie vereinen könnte. Dass der Fortschritt der Technologie für Frieden und Ordnung sorgen würde. Und dass die Menschheit, dank des technischen Fortschritts, ein Utopia errichten könnte. Seine Ideen wurden bekannt als die Rhaesong-Ideologie, die viele Leute stark beeinflusste. Nahezu über Nacht entstanden unzählige weitere Technologiefirmen am Rhaesong, der damit zum Silicon River wurde. Aber noch wichtiger, das Land hatte seine Bestimmung gefunden. Etwas, wofür es sich zu arbeiten lohnte. Ein Ziel vor den Augen. Dadurch begann ein beispielloser Aufschwung der Wirtschaft mit APEX an der Spitze. 1985 war APEX bereits das größte Unternehmen der Welt, dessen Technologie selbst in der internationalen Raumstation zum Einsatz kam. Jo Tae-se wurde zu einem Idol in seinem Land und einem Aushängeschild der Wirtschaft weltweit. Seine Ideologie machte Nordkorea zu einem globalen Schwergewicht. Und im Verlauf der nächsten 20 Jahre wuchsen das Land und das Unternehmen im Gleichschritt.
2003 erlag Joe Taisei seinem Krebsleiden, das er der Öffentlichkeit verheimlicht hatte. Im ganzen Land galt Staatstrauer. Apex erreichte nun Familien, Büros und sogar Regierungen. Das bedeutete, dass auch Nordkorea große Macht und Einfluss hatte. Im Norden hatten viele Leute Angst, dass die Beziehung zwischen Staat und Unternehmen mit Joes Tod beendet wäre. Aber Taisei hatte einen Plan hinterlassen. Seinen Sohn. Er hinterließ John das Unternehmen und ein gewaltiges Vermögen. John vergötterte seinen Vater. Eingeschüchtert von dessen Erfolg, gefesselt von seiner Weltanschauung und besessen von seinen amerikanischen Wurzeln. Er versuchte erfolglos, seinen Großvater zu finden und spürte schon als Teenager eine enge Verbundenheit mit Amerika und dass sie ein gemeinsames Schicksal teilen. Aber John übernahm auch die Ideologie seines Vaters. Auch er glaubte, dass Technologie Ordnung ins Chaos bringen würde. Doch John trieb diese Ideologie weiter, als es sein Vater jemals vorgesehen hatte. John glaubte, es wäre seine Pflicht, sicherzustellen, dass Ordnung durchgesetzt wird. Dass Frieden nur mit Kontrolle erreicht und dass Kontrolle nur durch Technologie sichergestellt werden kann. Innerhalb der ersten Monate nach seiner Übernahme von Apex gründete John die Abteilung für fortgeschrittene Waffen. Für Apex war dies höchst profitabel, obwohl einige Mitglieder des Vorstands zurücktraten, da sie mit der neuen Ausrichtung des Unternehmens nicht einverstanden waren. Die Waffentechnologie von Apex war allem anderen weit überlegen. Auf der ganzen Welt bestellten Regierungen große Lieferungen der militärischen Hard- und Software. Aber John wollte Kontrolle. Darum wurde jede Technologie von Apex mit einem Fernzugriff versehen. Telefone und Drohnen wurden Johns Augen und Ohren. Insgeheim hatte Apex die Kontrolle über sämtliche Armeen der Welt übernommen. Einschließlich der Vereinigten Staaten, die im Mittleren Osten einen aussichtslosen Krieg führten. Nach dem nuklearen Angriff in Riad gab Amerika bei Apex eine Großbestellung in Auftrag. Dies und der Zusammenbruch der amerikanischen Wirtschaft führten dazu, dass Amerika massive Schulden bei Nordkorea hatte. Diese Situation wollte sich Taisei zunutze machen. Taisei wurde mit einem Erdrutschsieg Nordkoreas Ministerpräsident. In einer beispiellosen Situation blieb er Chef von Apex und konnte so das Unternehmen und das Land zusammenführen. Das Land handelte jetzt wie ein privates Unternehmen und der erste Tagesordnungspunkt war das Eintreiben der Schulden. President O'Reilly today stood down from office amid growing pressure surrounding the country's mounting debt to North Korea. Premier Taisei has been trying to negotiate a deal between the two countries, though is said to have welcomed the news. Nach jahrelangen wirtschaftlichen Turbulenzen wurde O'Reilly aus dem Amt gedrängt. So sprunghaft und stur wie O'Reilly war, hätte er Taiseis Forderungen niemals nachgegeben. Sein Nachfolger, General Kyle, war leichter zu überreden. Taisei konnte ihn davon überzeugen, dass nur eine humanitäre Hilfsmission Amerika retten könnte, um das Land zu stützen und schließlich die Schulden zurückzuzahlen. Aber in Wahrheit untermauerte Taiseis geheime Ideologie alles. Er sah in Amerika ein Land, das Ordnung braucht. Und ein Volk, das kontrolliert werden muss. Er befahl die Abschaltung des gesamten amerikanischen Militärsystems. Und als die KVA-Soldaten am Flughafen von San Francisco landeten, wurden sie vom verzweifelten Volk mit offenen Armen empfangen. Jetzt hatte seine Ideologie ein Testgelände gefunden. Das Vermächtnis seines Vaters wurde zu einem verdrehten Experiment. Zu einer geheimen, persönlichen Absicht, die den Lauf der Geschichte verändert hat. John Taiseis Apex, John Taiseis Nordkorea versuchen aus der Asche Amerikas mit Ordnung, Überwachung und Kontrolle
ein Utopia zu erbauen. It's not a war, we want peace, but y'all gotta give us that. If y'all keep coming and taking everything we got, we gonna take what y'all got. We not playing out here. This is not a war, but we want our rights.